Auf dem berühmten Kaiserthron in Dietfurt kann man natürlich nicht jeden Platz nehmen lassen. Deswegen machten sich in den letzten Monaten 7 Mönche aus Bayerisch-China auf, um das vakante Amt des Faschingsregenten neu zu besetzen. Also durchstöberten die Mönche auf der Suche nach Erkenntnis ihre Bibliothek. Und sie eigneten sich dort das Wissen vergangener und weniger vergangener Zeiten an. Schließlich mussten die 7 jedoch einsehen, dass es an der Zeit war, die schützenden Mauern des Klosters zu verlassen. Was sie auf ihrer Suche nach einem neuen Kaiser erlebten, das zeigt die Stadt Dietfurt seit Anfang November in 9 Videoepisoden. Diese entstanden unter der Regie von Lukas Graf. Die Grundgeschichte orientiert sich an Monty Pythons Die Ritter der Kokosnuss, wo ja die Protagonisten auch einzeln auf der Suche nach dem Heiligen Gral sind, in unserem Fall auf der Suche nach dem Kaiser, der Kaiserin. Und es gibt ein paar filmische Zitate, aber ich glaube, die sind ganz gut zu erkennen und das soll jeder selber herausfinden. In den letzten Wochen steckte Graf sehr viel Arbeit in die Produktion der Videoclips, die mit jeder Menge Augenzwinkern die Bemühungen der Mönche zeigen. Hinter den Kulissen der Faschingshochburg war schon einige Zeit klar, es gibt ein neues Kaiserpaar. Aber vermutlich kann das die 5. Jahreszeit erst in einem Jahr feiern. Die Idee zur Miniserie ist so entstanden, dass unser Kaiserpaar eigentlich eine kurze Videobotschaft ans Volk richten wollte, praktisch als Alternative zu den normalen Faschingsveranstaltungen. Sie haben dann mich gefragt, was da machbar wäre und langsam hat sich das dann hochgeschaukelt. Und wir haben beschlossen, die Geschichte der 7 Mönche zu erzählen. Für die Umsetzung der launigen Mönch-Eskapaden fanden Graf und seine Mitwirkenden zahlreiche Orte, die man durchaus in traditionellen Landstrichen Asiens vermuten könnte. Und das, obwohl sie im Altmühltal liegen. Um dem Ganzen so ein bisschen Märchencharakter zu geben, waren wir natürlich auf der Suche nach besonderen Drehorten. Und da gibt es Gott sei Dank in Dietfurt einige. Wir waren zum Beispiel im Schloss Wildenstein, im Wagnereimuseum, am Gockerturm oder im keltischen Langhaus von Altmona. Am Ende der Videoreihe wird dann aufgelöst, wer die Thronfolger sind. Auch wenn es viele von euch schon vorher wussten, die Mucki und ich, Dakaré, wir sind das neue Kaiserpaar des Bayerischen Kinderreichs. Doch auch wenn die Namen nun bekannt sind, sollte man sich die Videoepisoden auf der Website von Dietfurt selbst zu Gemüte führen. Denn diese beweisen, die bayerischen Chinesen können zwar mal kurz ohne Kaiser und notfalls auch ohne Fasching, aber eben niemals ohne Kreativität.